Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder einen Action-Haul für euch. Und bevor ihr am Ende gleich wieder schnell ausmacht, sage ich es direkt, bleibt mal ruhig dran, ich habe euch noch was mitzuteilen. Ja, so, dann beginne ich mal mit meinem Haul. Als erstes zeige ich euch diese Clear Stamps. Ja, hatte ich schon 100 Mal gefühlt in der Hand und wusste immer nicht, kann ich sie gebrauchen, kann ich sie nicht gebrauchen. Aber ja, das ist ja bei Action immer so eine Sache. Irgendwann gibt es das dann nicht mehr und dann ärgert man sich. Deswegen habe ich das jetzt fix mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Manchmal spiegelt das ja so doof. Ja, die kosten 70 Cent. Dann habe ich diese Silikonschwämme da gesehen und ich teste ja gerne mal was Neues und ja, deswegen durften die mit. Zwei Stück für 99 Cent. Die kann man auch für Wäsche benutzen, also zum Fussel entfernen. Und die können auch mit in den Geschirrspüler gegeben werden, damit sie wieder sauber sind. Also klingt vielversprechend, ich teste das einfach mal. Dann habe ich diese Reinigungstabs für den Geschirrspüler mitgenommen. Ich habe eigentlich immer die von Somat, bin damit sehr zufrieden. Und ja, jetzt wollte ich die hier mal testen. Ja, vielleicht hat ja schon jemand von euch Erfahrung damit gemacht und kann berichten. Ja, ansonsten teste ich sie einfach mal und die kosten 1,49 Euro. Da gibt man einmal im Monat so einen Tab mit rein und der ja entfernt dann Fett, Kalk und hast du nicht gesehen. So, dann habe ich zweimal Klettverschluss gefunden. Einmal schwarz, einmal weiß. Ist selbstklebend. Ja, damit habe ich wieder was vor, was ich euch eigentlich auch zeigen wollte, möchte. Aber ja, ich möchte euch so viel zeigen und ich weiß, ich habe das auch schon ganz oft gesagt in den Videos. Ich kaufe auch immer alles dafür ein, aber mir fehlt halt auch einfach die Zeit dafür, das ja, ausführlich zu zeigen, abzufilmen. Und ja, dafür brauche ich Ruhe, dafür brauche ich Zeit und ja, das fehlt mir einfach. Und ja, aber ich versuche das jetzt irgendwie alles mal auf die Reihe zu kriegen. Die kosten hier 96 Cent. Die findet ihr in der, ja, ich sag jetzt mal Baumarktabteilung, da wo Tapeten sind und Silikon und ja, dieses ganze Gedöns. Da liegen die bei uns auf jeden Fall. So, dann habe ich diese ja, Deko-Steine bekommen. Ja, das ist wieder so eine Sache. War wieder eins der letzten und dann auch noch in, nur in dieser Farbe. Ich hätte da auch gern noch andere gehabt. Kostet 59 Cent. Ja, gibt unser Action mal wieder nicht her. Also entweder hat unser Action alles verspätet oder ja, ich verpasse es oder wie auch immer. Dann dieser Kugelschreiber für 49 Cent. Ich nehme eigentlich immer ganz gerne mit diesen, mit dem Herzkristall oben, ja. Haben sie momentan nicht. Deswegen habe ich mich jetzt mal für diesen goldenen entschieden. Der hat oben so Herzkonfettis drin. Ja, und für 49 Cent nehme ich den immer ganz gerne mit und ja, tue dem ein Geschenk bei oder wie auch immer. So, dann aktuell in der Werbung gibt es dieses Kratzpapier. Ich habe mich jetzt hier für rosa entschieden. Rosa, so ja, rosa Holi würde ich sagen. 40 Blätter sind es und ja, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier sind immer so punkteweise schon aufgekratzt oder besser gesagt, das Schwarz wurde nicht richtig aufgedruckt, wie auch immer. Deswegen wird das wohl bei Action gelandet sein. Und ja, zwei Stifte sind dabei, sage ich jetzt mal. Die haben verschiedene Spitzen, wo ihr verschiedene Muster mit hinkriegen könnt. Hier zum Beispiel so platt, hier vorne dann wieder spitz. Ja, fand ich ganz schön. Musste mit. Dann wieder zweimal Deo für meinen Freund. Dann nehme ich jetzt seit neuestem immer dieses Adidas. Sonst habe ich immer von Axe genommen, aber ja, erstmal sind die hier billiger.
Die kosten 1,71 € und ja, ich finde aber auch, dass die von Adidas länger riechen als die von Axe. Axe riecht auch gut, aber ich finde so, ja, bei jeder Bewegung bei Adidas riecht das irgendwie wieder wie gerade frisch aufgetragen. So ist mein Empfinden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das langsam aus dem Sortiment geht, weil das hier waren die letzten beiden ja, Geruchsrichtungen, sage ich jetzt mal so. Die hatten da sonst immer so eine ganze Reihe voll. Ja, vielleicht kommt ja wieder was rein und mal sehen. So, dann einmal diese XL-Papierrolle, Küchenpapierrolle. 100 Blatt sind da drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel auf so einer normalen Rolle sind. Das müsste man sich ja mal ausrechnen, ob sich das lohnt überhaupt, die hier zu kaufen. Kostet 1,69 €. Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass sich das gar nicht lohnt, weil die Viererrollen bei Action, diese kleineren, die kosten, glaube ich, 1,49 €. Müsste ich mir mal genauer unter die Lupe nehmen. So, dann habe ich endlich mal einen Kasten gefunden für meine ganzen Perlen. Diesen hier finde ich super. Ich habe ja immer was gesucht, der hier ordentlich abschließt mit dem Deckel, damit die Perlen untereinander sich nicht mischen können. Und das tut dieser hier. Bin ich sehr froh drüber. Endlich kann ich Ordnung schaffen. Und das Tolle ist, der hat ja, zwei Seiten, heißt zweimal Fächer und da werde ich einiges unterkriegen und ansonsten kaufe ich mir halt noch einen. Gibt es in verschiedenen Farben und kostet 2,23 €. So, dann habe ich dieses magnetische Klebeband da gefunden. Für 69 Cent, nein, für 96 Cent. Ach, ich verdrehe die Zahlen immer. Ja, ich hatte es schon mal gekauft, aber ich finde es jetzt nicht wieder, wo ich es jetzt mal brauchte. Und deswegen durfte das nochmal mit. Wahrscheinlich finde ich jetzt das andere. Ja, wie das dann immer so ist. So, dann, ja, von der Herbstdeko wollte ich eigentlich noch einen großen Bogen machen, weil für mich ist jetzt gerade mal mitten im Sommer und nichts Herbst und nichts Winter. Und wenn ich die Weihnachtssachen schon teilweise im Kick gesehen habe, also da wird mir ganz übel. Also man schwitzt da mit der Maske dann noch sowieso und dann schon die Weihnachtssachen vor sich zu sehen. Also ich finde das unmöglich, aber gut, sollen sie alle machen, wie sie wollen. Wie auch immer, ich habe diese hier mitgenommen, weil ich genau weiß, wenn ich sie später haben will, gibt es sie nicht mehr. Und deswegen ist das hier das einzige Teil, was für den Herbst schon mal mit durfte. Und die kostet 1,35 €. So, dann habe ich diesen kleinen Notizblock da gefunden. Fand ich ganz hübsch. Und das Beste ist daran, wie ich finde, dass er nochmal zwei Unterteilungen hat. Das finde ich sehr gut. Dann kann man schnell aufklappen und hat dann alles, was man braucht. Kostet 45 Cent. Und dann habe ich doch tatsächlich dieses Falzbrett hier gefunden. Beziehungsweise bekommen. Das ist ja immer so ein Ding. Ich suche auch seit Ewigkeiten dieses Schneidebrett für Papier und Pappe. Ich glaube, ihr wisst, welches ich meine, was man so einlegt und dann so runterzieht und dann ist es geschnitten. Und das suche ich seit Ewigkeiten. Jedes Mal, wenn ich im Action bin, gucke ich danach und es gibt es einfach nicht. Entweder ich habe es verpasst oder Action hat es oder unser Action hat es halt wirklich noch nicht bekommen. Ihr könnt mir ja gerne mal verraten, beziehungsweise in die Kommentare schreiben, ob es dieses Schneidebrett bei euch noch gibt oder ob es schon da war oder ob es auch noch gar nicht da war, weil dann brauche ich mir gar keine Hoffnung mehr darauf zu machen. Kostet irgendwie unter 3 € und ja, könnt ihr mir gerne mal sagen, weil dann höre ich auch irgendwann mal auf zu suchen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt dieses Falzbrett da bekommen. Dieses Gerät ist, ja, so wie ich das jetzt gelesen habe, für die Briefecke oder für hier so, ja, wie sagt man, Einkerbung oder nee, Einkerbung jetzt auch nicht so, Einschnitte, sage ich jetzt mal, machen kann. Ja, mal gucken, wie das so ist, werde ich testen. Kostet 3,49 €. So, dann durften noch einmal Pappteller mit für 89 Cent, 20 Stück. Ja, ihr Lieben, das war's zum Action. Ich hatte ja am Anfang gesagt, bleibt mal ruhig bis zum Schluss dran. Ich habe euch noch was mitzuteilen. Und zwar, wie ihr alle sehen könnt, habe ich fast meine 100 Abonnenten erreicht. Da freue ich mich so, so sehr drüber.
Das glaubt ihr gar nicht. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, bei 100 Abonnenten möchte ich eine Verlosung starten, ein Gewinnspiel, wie auch immer. Es wird um Action gehen. So viel werde ich schon mal verraten. Und ja, ich glaube, das ist sogar für die ganz interessant, die kein Action in ihrer Nähe haben, beziehungsweise noch nie da waren oder auch gar nicht die Möglichkeit haben, da hinzukommen, wie auch immer. Aber auch für jeden anderen, der jetzt auch dreimal die Woche zum Action kommt, ist das natürlich auch was. Also da würde ich mich sehr, 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 sehr drüber freuen, wenn ihr daran teilnimmt und wir da eine schöne Verlosung draus machen können. Ja, und das Ganze passiert natürlich, ja, sobald ich die 100 Abonnenten habe, beziehungsweise werde ich das wohl mit meinem nächsten Action-Haul verbinden. So viel dazu. Ja, ihr Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wahrscheinlich dann auch schon zu der Verlosung. Wie auch immer, was mir da noch so in den Kopf kommt. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns wieder und ja, bis dann. Tschüss!